Herzlich willkommen, Bubus, zu einer neuen Folge von Kadakaya Talks. Ich freue mich, dass ihr da seid. An dieser Stelle auch ein großes Dankeschön an all diejenigen, die uns monatlich mit ihrem Beitrag auf Steady unterstützen. Heute ist ein Thema, wo es mir schwerfällt, eine lustige Anmoderation zu machen, so ein bisschen Humor reinzuholen, weil, genau. Und deswegen ein herzlich willkommen an unsere wunderkrassen Gäste Chetin und Mohammed. Es sind zwei Menschen, deren Arbeit mich sehr, sehr inspiriert und bewegt. Ich freue mich auf das Gespräch heute. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen an meine wunderkrassen Gäste, Mohammed und Chetin. Schön, dass ihr da seid. Chetin, ich will direkt anfangen. Was beschäftigt dich jetzt nach einem Jahr? Ja, danke erstmal, dass ich auch teilnehmen darf hier. Ja, also uns beschäftigt jetzt nach einem Jahr natürlich diese Verluste unserer Kinder und natürlich, dass wir seit einem Jahr kämpfen und weder getragen wird, etwas mit einer Aufklärung zu machen, noch haben wir Gerechtigkeit erfahren und es wurden bis jetzt niemand zur Rechenschaft gezogen oder noch Konsequenzen gezogen. Ich will auch direkt einsteigen. Du meintest ja schon jetzt, ne? Gerechtigkeit, keiner hat Gerechtigkeit erfahren. Kannst du uns kurz erzählen, auf polizeilicher Ebene, wo ist da was schiefgelaufen in den letzten 12 Monaten? Ja, also so circa 3 Wochen nach der Tat war sein Vater, also von Tobias Raten, der Vater, wieder in Kesselstadt gewesen, zu Hause. Der war 2-3 Wochen in psychiatrische Klinik gewesen. Und wo er nach 3 Wochen dann zu Hause war, haben wir von Beamten, Polizisten Gefährdenansprache bekommen. Also die haben uns angerufen, dass der Vater jetzt wieder zu Hause ist, also unmittelbar in unserer Nähe. Also bei uns so circa 200 Meter entfernt. Familie Kurtovic zum Beispiel vom Balkon kann ins Zimmer reinschauen. Und Familie Unvar wohnt sogar nur 70 Meter von Täterhaus entfernt. Und die haben uns angerufen, dass der alte Mann jetzt da sei und dass wir keine Dummheiten machen sollen, einen Racheakt oder irgendwie. Und die haben uns davor gewarnt. Und dann haben wir ja auch durch Spiegel Online und durch Akte erst Mitte Dezember davon erfahren, dass der Vater sogar zwischen April und September über 20 Anzeigen gestellt hat bei Staatsanwaltschaft, sogar den Oberbürgermeister Kaminski als Verräter darstellt, weil er zulässt, dass die Bilder von den Opfern noch am Marktplatz hängen, weil diese rumänische Fahne an diese Kreuz hängt am Kurt-Schumacher-Platz, wo Willi Viorel-Paun im Auto getötet wurde. Das alles, weil der Oberbürgermeister zulässt, sei er eine Volksverräter und das Grundrecht seines Landes sei damit verletzt, laut Fassung von 23. Mai 1946, Fassung 5, glaube ich, müsste das sein. Plus mehrere Anzeigen gestellt, dass sein Sohn keine Täter sei, sondern dass sein Sohn ein Opfer sei. Und für die Wiedergutmachung benötige es noch mehrere Menschenleben. Also mehrere Menschen seien noch erforderlich, um Wiedergutzumachung. Ne? Und für die Bereinigung wiederum mehrere Menschenleben seien erforderlich. Also, und er hat Mai oder Juni Anzeige gestellt,
Er verlangt die Tatwaffen seines Sohnes zurück mit Munitionen und er will, dass noch mehrere Menschenleben getötet werden müssen. Und diese Menschenleben sollten noch im Lebzeiten des Unterzeichners sein. Also er stellt diese Strafanzeige und er schreibt dann und will damit sagen, dass er 73 Jahre alt ist, also dass er alt genug ist, noch nicht mehr so viele Jahre hat zu leben, dass diese Menschen, die getötet werden sollen, auch schnell getötet werden sollen. Ne? Was ich aber nicht verstehe, ist, Chetin, guck mal, jetzt kommt die Sache raus mit dem Vater, der diese Filme schiebt. Die Polizei ruft euch an und sagt, macht mal bitte keinen Racheakt. Was wurde euch aber gegeben von der Polizei? Wurde euch etwas angeboten? So, ey, irgendwie Personenschutz, irgendwie, dass ihr als Angehörige geschützt werdet. Was wurde da unternommen? Richtig, ganz genau. Auf das wollte ich ja auch hinaus. Danke, Esra. Und deswegen war unsere Mahnwache, was wir am 29. Dezember dann vor dem Täterhaus gehalten haben, war ja, wieso bekommen wir 3 Wochen danach, wo der Vater 3 Wochen nach der Tat, ne, erste Märzwoche, dass er zu Hause ist und wir bekommen eine Gefährdenansprache. Und unsere Frage war natürlich gewesen, wieso hat Polizei uns nicht auch wegen dieser Sache angerufen und nicht diesmal eine Gefährdetensprache gegen uns gehalten und gesagt, hier, guck mal, der Vater von diesem Rassisten tut solche Sachen bei Staatsanwaltschaft anzeigen und braucht ihr Schutz oder Sicherheit? Für uns wurde nichts gemacht. Und das Traurigste dabei ist, beziehungsweise das, was uns natürlich Angst macht, ist, dass wir das durch Spiegel Online erfahren müssen, Mitte Dezember, was Mai, Juni, April, August abgelaufen ist die ganze Zeit. Ne? Und dann überlege ich mir, was wäre, weil wir wissen das erst Mitte Dezember, was wäre, wenn er Juni oder Juli, wo er das Antrag gestellt hat wegen Waffen, wenn er die Waffen von seinem Sohn, wenn er die zurückbekommen hätte. Und wir wissen davon gar nichts natürlich. Wir wären vielleicht jetzt tot. Woher sollen wir das wissen? Und auf die Frage, wieso die erstmal gegen uns nichts gesagt haben und was die gegen den Vater überhaupt gemacht haben, weil er sowas geschrieben hat. Ne? Die haben uns gesagt, die würden erst ermitteln, wenn gegen seinen Vater eine Strafanzeige gestellt wird, damit wir ermitteln. Also wir stellen Strafanzeige, damit Polizei ermittelt gegen seinen Vater. Wie soll ich eine Strafanzeige stellen, wenn ich überhaupt keine Info darüber habe? Und sobald wir Mitte Dezember unsere Akte bekommen haben, endlich von GBA, ne, das, Sie müssen sich das so vorstellen, sehr umfangreich, ne? Also über 15.000 Seiten sind es. Und natürlich bekommen wir jeden Tag tagtäglich von unserem Anwalt neue Ermittlungsberichte, neue Informationen, neue Belege. Und jeden Tag auf das Neue sind wir schockiert, was überhaupt gemacht worden ist, weil das sind Fakten, was ermittelt worden ist und das macht uns Angst. Und wir haben jetzt natürlich eine Strafanzeige gegen seinen Vater gestellt. Und diese Mahnwache am 29. Dezember, was wir da vor dem Täterhaus gemacht haben, war dafür, dass wir, da war noch diese Ausgangssperre bis 21 Uhr. Also zwischen 5 Uhr und 21 Uhr dürften wir uns draußen aufhalten. Ab 21 Uhr war Ausgangssperre, diese Zeit. Und wir haben durch diese Mahnwache 3-Stunden-Takt, je 3 Mann, haben wir Mahnwache gehalten vor dem Täterhaus. Also wir haben Polizeiarbeit gemacht. Also, und bevor wir das gemacht haben, haben wir das öffentlich gemacht. Damit vielleicht durch diesen Druck Polizei endlich
was dagegen unternimmt. Aber wo trotzdem nichts kam, haben wir gesagt, also der Sohn hat November 2019 Anzeigen gestellt und hat 4 Monate danach 9 Menschen getötet. Und wir erleben das gleiche Déjà-vu, was der Sohn gemacht hat. November bis Februar hat sein Vater das gleiche, aber noch in krasser Weise zwischen April und September gemacht. So, und wir wollen und nicht warten, dass wir dann irgendwann jetzt März, April kommen und sagen, das, was schon wieder in Hanau passiert ist, war schon April 2020 schon in Vorbereitung und Planung. Und deswegen haben wir Polizeiarbeit übernommen. Das heißt, wenn dieser alte Mann rauskam mit seinem Hund, er hat sich ja einen Schäferhund zugelegt. Manchmal fährt er mit dem Fahrrad ins Wald, aber manchmal steigt er auch in sein Auto und fährt weg. Das heißt, wir tun ihn mit Fahrrad auch verfolgen. Und wenn er in ein Auto einsteigt und wegfährt, tun wir auch mit dem Auto ihn verfolgen. Weil für uns besteht ja erst der Gefahr eigentlich, wenn er aus dem Haus ist. Ne? Und wir haben ja gesehen, wir haben ja auch verlangt, dass der Polizei bei so einem Menschen, der von dem so wirklich Gefahr ausgeht, man eigentlich auch die Führerschein entziehen sollte. Weil wir haben ja gesehen, wenn man keine Waffe hat, kann man auch mit einem Führerschein einen Wagen zu einem Waffen machen. Ne? Nizza, Volksmarsen, Breitscheidplatz, Trier. Ne? Und sogar da haben wir Angst, dass er jemanden überfährt oder in eine Menschenmenge reinfährt. Das Krasse ist ja, wie du schon meintest, der Täter, der war lange bekannt. Also der war auffällig, schon 2002. Da wurde schon eine Diagnose erstellt, dass er eine situative Warnperiode hat. Über die Jahre tauchte er in 15 polizeilichen, staatsanwaltlichen Akten auf, 5-mal als Beschuldigter. Und trotzdem hat er, als er im April 2013 einen Antrag auf eine Waffenbesitzkarte bei den Waffenbehörden gestellt hat, diese bekommen. Und versehentlich wurde er als Jäger eingetragen. An der Stelle, natürlich bei mir platzt fast die Pulsader, weil ich mir denke, kein anderer Bruder von mir wäre jemals so weit gekommen. Aber ich will kurz nochmal dich fragen, Mohammed. Jetzt haben wir gerade gehört, ne, irgendwie durch die Arbeit von SpiegeljournalistInnen kommen viele Informationen ans Licht und auch die Angehörigen, ihr Chitin und die anderen Kolleginnen können damit auch besser arbeiten, was ja auch schon mal voll perfide ist, dass ihr die Arbeit leisten müsst. Aber gleichzeitig dürfen wir nicht vergessen, dass auch andere JournalistInnen zum Beispiel in der Nacht vom 19. zum 20. das als Milieutat abgetan haben. Für mich ist so ein bisschen die Frage, was ist die Verantwortung von Journalistinnen in solchen Momenten und wer zieht Journalistinnen zur Verantwortung, wenn diese nicht ordentlich arbeiten? Ja, erstmal herzlichen Dank, Ezra, für die Einladung, dass du deine Plattform für dieses sehr, sehr wichtige Thema zur Verfügung stellst. Herzlichen Dank, Chetin, für deine Arbeit, für deine Geduld und die Energie, die du und die anderen Familienangehörigen aufbringen. Wir sehen uns jetzt hier zum ersten Mal digital und an dieser Stelle mein herzliches Beileid. Gökhan, es ist etwas, was nicht hätte passieren dürfen. Und deswegen ist es total wichtig, jetzt ein Jahr danach Bilanz zu ziehen, aber weiter darüber zu sprechen, wie vor allen Dingen rassifizierte Menschen, verletzbare Minderheiten und vor allen Dingen jetzt ganz konkret, und deswegen ist es so wichtig, dass du, Chetin, deine Perspektive erzählst, ganz konkret die Angehörigen geschützt werden. Hier geht es um Leben und Tod. Und die Schilderung der Angehörigen aus Hanau, die Schilderung von NGOs, von Vereinen in ganz Hessen und die unabhängigen Recherchen von Kolleginnen und Kollegen zeigen, dass eben nicht die Angehörigen zentriert sind in der Debatte, dass sie nicht im Fokus stehen, sondern dass diejenigen, die die politischen Entscheidungen treffen,
an ganz anderen Baustellen arbeiten. Und das ist fatal und darüber müssen wir weiter sprechen. Zu deiner Frage, Ezra, ich glaube schon, dass es wichtig ist, guten Journalismus auch in dieser Hinsicht zu leisten. Und es ist schockierend, wenn Chetin sagt, dass er erst auf spiegel.de lesen musste, was 70 Meter, 100 Meter, 200 Meter von den Angehörigen überhaupt passiert. So schlimm das ist, dass man das aus der Presse quasi erst entnehmen muss, so wichtig ist es, dass man kritischen Journalismus, staatskritischen Journalismus auch hier betreibt. Andererseits, wenn man sich den größeren Rahmen anguckt, merke ich, und ich bin Journalist und seit mehreren Jahren quasi in der Branche unterwegs als Rechercheur, dass etwas schiefläuft auch in sehr, sehr vielen Redaktionen. Es gibt nicht die Medien, das ist auch sehr divers und vielfältig, aber genauso wie nach den Attentaten von Halle, nach dem Mord von Walter Lübcke, nach dem Attentat von Hanau, während und nach den NSU-Morden, jetzt im Laufe der sogenannten NSU 2.0 Morddrohungen. Ich könnte so weiter und so weiter und so weitermachen. Merke ich, dass viele, viele Kolleginnen leider nicht diese nötige staatskritische Haltung einnehmen, beziehungsweise erstmal den Angehörigen und Betroffenen zuhören. Es ist einfach. Es ist sehr, sehr einfach. Wir müssen einfach diejenigen als Journalistinnen und Journalisten, denjenigen zuhören, die in Gefahr sind. Wir müssen eigentlich Çetin, Gültekin und alle anderen ernst nehmen und deren Perspektive aufnehmen und damit die Sicherheitsbehörden konfrontieren. Und zwar hart und fair gleichzeitig, aber in der Sache gut recherchiert. Und wenn ich höre, dass 3 Monate oder sogar länger die Menschen in Hanau, also es sind ja nicht nur die Familien, sondern alle rassifizierten Menschen in Hanau leben in Gefahr, weil der Vater des Attentäters, dessen Namen ich überhaupt gar nicht in den Mund nehmen möchte, weil der rassistische, menschenfeindliche, faschistoide Gedanken hegt und nicht nur diese Gedanken für sich behält, sondern so dreist ist, noch Anzeige zu erstatten und das zu äußern und die Waffen von seinem Sohn noch irgendwie zurückzufordern. Und dass das passiert, ohne dass die Öffentlichkeit davon Wind bekommt oder die Angehörigen geschützt werden, das ist eigentlich ein Skandal. Der Vater ist jetzt gerade noch da und ich komme gleich zu dir, Tietin. Ich habe noch eine kurze Frage an Mohammed. Jetzt haben wir diesen Vater, jetzt sagen wir mal, der Vater wäre nicht da. Das Problem ist ja, hier geht es ja nicht um einen Einzeltäter, sondern, also beziehungsweise lass mich das anders fragen. Geht es hier wirklich um einen Einzelfall oder geht es hier nur um einen Einzeltäter? Kannst du das nochmal ein bisschen ausführen? Weil ich glaube, es macht nochmal einen großen Unterschied. Wir könnten jetzt sonst behaupten, oder ich könnte jetzt behaupten, ja, den Vater wegschließen, dann haben wir doch kein Problem mehr, oder? Ich glaube, wir wissen weniger als die Realität, aber wir wissen nicht alles. Deswegen ist auch dieser unabhängige Journalismus total wichtig, dass da nochmal Licht quasi ins Dunkle kommt und dass wir einfach auch mitbekommen, was diese ganz spezifische Tat in Hanau ausgemacht hat. Ich würde aus heutiger Sicht überhaupt gar nicht mich trauen zu sagen, das war ein Einzeltäter. Ein Einzelfall war das überhaupt nicht. Also diese Tat, dieses Attentat, dieser Terror passiert im Rahmen einer Struktur, die überhaupt es erlaubt, dass dieser Terror passiert. Dieser Terror passiert, weil Shisha-Bars so stigmatisiert werden, dass der Attentäter Tag für Tag gelesen hat, Shisha-Bars, da wird das Abendland fertig gemacht, Shisha-Bars, das ist Kriminalität, Shisha-Bars, das ist Clan-Kriminalität. Und deswegen hat er sich das ausgesucht. Er ist nicht irgendwie einfach so drauf gekommen, sondern er hat es in einigen Boulevardzeitungen, in TV-Programmen, im Netz, bei Facebook, egal wo er unterwegs war, hat er diesen Diskurs quasi aufgenommen und ist in die Shisha-Bar gegangen, wo Kinder, Kids, Jugendliche einfach chillen wollten, einfach ein Safe Space haben wollten, einfach leben wollten. Und deswegen ist es total wichtig zu sagen, das ist kein Einzelfall, sondern das ist eine größere Struktur. Ob es ein Einzeltäter ist, muss ich noch klären. Wenn ich höre, dass der Vater dieselbe Einstellung hat, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie nicht zumindest darüber gesprochen haben. Chatin, bitte. Genau,
Vielen Dank, Mohamed. Also natürlich ist für uns das Allerwichtigste, wann tut Polizei von sich aus alleine anfangen zu ermitteln gegen jemanden, von dem er denkt oder liest, dass Gefahr ausgeht. Und wenn noch sein Sohn noch 9 Menschen getötet hat, ne? Er will diese Webseite aufrechthalten, er verlangt die Tatwaffen zurück, er tut uns drohen. Wann fängt irgendwann eine Behörde an, von sich alleine zu ermitteln? Oder wann fängt eine Staatsanwaltschaft an, wenn er sowas liest, überhaupt mal 2 Beamten mal zu beauftragen, zu ihm nach Hause zu fahren, was er überhaupt will? Ja, was er überhaupt bezwingen will. Und zu dieser zweiten Sache, was für uns natürlich auch sehr wichtig ist, Mohammed auch, natürlich, das klappt alles nur durch Medien. Ohne Medien, ohne irgendwas, kannst du natürlich nichts Öffentlichkeit, Arbeit bewirken. Aber was nützt uns so viel Medien, Zeitungen, Fernsehen, wenn wirklich, ne, man sagt ja, man muss diese Familien zuhören, damit man, ne, hätte jeder, der uns interviewt hat oder gefilmt hat oder jeder Sender, ARD, ZDF, RTL, Hessenschau, alle Plattformen, Zeitungen, aber wir haben gesehen, dass Medien wirklich, zum Beispiel, wenn ich 10 Minuten geredet habe, wirklich das ganze Dings aus dem Leib geredet habe, ne? Aber nichts davon lese oder nichts davon gesendet wird. Niemand hat das gehört, was ich gesagt habe. Ne? Du redest über Politik, über AfD, über rechte Sachen und so hin und her. Und dann kommt am Ende so eine Aufzeichnung von 20 Sekunden, wo da nur zu hören ist, dass eigentlich Deutschland ein gutes Land ist, dass wir keine Probleme haben mit Land, wir sind hier geboren, alles ist easy. Aber dann habe ich auch später in meinem Umfeld auch Probleme, weil die dann nicht wissen eigentlich, was ich alles gesagt habe und nur das im Fernsehen gesehen haben und sagen zu mir, guck mal, dein Bruder ist getötet und wie du da redest. Das ist viel Medienarbeit, die auch entweder uns irgendwie zu irgendwas bringen oder wirklich uns zum Schreien bringen, dumm und dämlich reden lassen, aber nichts passiert, weil niemand kriegt es nur mit, das bleibt im Archiv oder irgendwie vernichtet oder was. Deswegen ist für uns natürlich wichtig, dass wenn jemand für uns irgendwas machen möchte, eine Medienarbeit, dass es auch wirklich, es ist keine, ich meine, leichte Sache, aber dass wirklich auch das gezeigt oder gesendet oder geschrieben wird, was man auch sagt, was sonst bringt es mir, jedes Mal über meine Trauer alles wieder neu zu erleben, über Gökhan zu reden, seine Autopsie zu reden, wie er geblutet hat, reden. Was bringt es mir, wenn ich dann jedes Mal diese alles durcherlebe oder dass ich mich jedes Mal, was mir schwerfällt, über meine finanzielle Notsituation natürlich zu reden. Wen interessiert, wie es mir eigentlich geht, aber wir sind jetzt in offene Dings. Wir reden, 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 aber alles ist gesagt, aber nichts ist für Menschen, was gedacht ist zum Lesen, ist nichts reingeschrieben worden. Ja, was hat es mir gebracht, jedes Mal mich klein zu machen, zu erniedrigen, ne, dass es uns scheiße geht, dass wir psychisch am Ende sind, dass wir nicht in der Lage sind zu arbeiten, dass wir Hilfe brauchen vom Staat, nicht von Menschen, die hilfsbereit sind, sondern von Politik. Wir sind am Boden, ungewollt, wir haben unsere Arme ausgestreckt und wir verlangen jetzt, dass die uns am Arm nehmen und uns wieder auf die Beine bringen. Und dann läuft es ja wieder von alleine. Also ich würde mir wünschen, dass wir Journalistinnen und Journalisten und alle Redaktionen diese Medienkritik wirklich ernst nehmen. Ich glaube, dass es ganz oft nicht ankommt,
Und es ist sehr traurig, wenn ich sage, dass diese Schilderungen jetzt zum Beispiel mit, du sprichst Cetin 20 Minuten und dann kommen halt 20 Sekunden vor, wo du vielleicht in einem Nebensatz sagst, Deutschland ist schön, ich weiß ja nicht. Ist ja auch eigentlich. Ich will ja nicht schlecht reden oder so. Darüber Aber können wir auch streiten, aber genau. es geht wirklich darum, dass mich das nicht überrascht. Und das ist für mich auch das Bittere. Das ist jetzt nicht irgendwas, wo ich sage, oh mein Gott, wie schlimm, dass dir das passiert ist. Ich kann noch nicht mal quasi die Kolleginnen und Kollegen da rausreden, weil es ist auch Standard, leider. Ein anderes Beispiel. Ich war am selben Tag, als das Attentat in Halle passiert ist, als Reporter in Halle. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie es für mich, also ich will mich jetzt nicht irgendwie in den Fokus stellen, aber für mich als Reporter und rassifizierte Person ist es schwierig. Ich habe dann Angst, wenn ich da reingehe und weiß, da ist ein Attentäter und da läuft noch rum und ich weiß nicht, was passiert ist. Und dann gehe ich ins Hotel und am nächsten Tag mache ich meinen Laptop auf und lese Texte von Kolleginnen und Kollegen. Später gucke ich ein bisschen Fernsehen und dann kommen so Beiträge wie Halle steht zusammen. Und Ostdeutschland ist nicht so schlimm. Und Angehörige, die dann zu Wort kommen mit einem Halbsatz und der Polizeisprecher, der irgendwas unkritisch reflektiert sagen kann, da komme ich wieder auf diese staatskritische und überhaupt kritische Berichterstattung, das total wichtig ist und es sich auch vornehmen muss, einerseits einfach die Realität abzubilden und andererseits aber auch mit einer gewissen Haltung zu sagen, das sind Menschen, die sind am Boden zerstört. Da sind ihre Angehörigen umgebracht worden auf eine brutale Art und Weise. Wie können wir mit gutem Journalismus dafür sorgen, dass wir denen auf die Beine helfen, einfach um die Realität abzubilden? Es geht nicht darum, dass dann in irgendeinem Programm gesagt wird, hier ist eine Nummer, bitte spenden Sie an Familie XY. Sondern nur mit der Realität, die man abbilden kann, kann man schon sehr, sehr viel bewirken, auch bei der politischen Entscheidungsgruppe quasi, diejenigen, die auf Stadtebene, auf Landesebene, auf Bundesebene wirklich auch entscheiden, ob man zum Beispiel aus dem Opferfonds Gelder zur Verfügung stellt oder nicht, oder Ressourcen zur Verfügung stellt oder nicht, oder psychologische Beratung zur Verfügung stellt oder nicht. Und noch eine Sache im Rahmen von dieser sehr wichtigen Medienkritik, Retraumatisierung. Was bringt es mir als Journalist, wenn ich die Familien und die Angehörige immer und immer und immer wieder dazu zwinge, eigentlich das Trauma zu erzählen und wieder zu erzählen und hier noch Blut und da habe ich geweint und ich weiß nicht mehr, wie es ist mit meinem Leben. Das bringt mir nichts. Das ist, wenn ich es mal einmal so formulieren darf, das ist Opferporno. Und Opferporno ist schlechter Journalismus. Opferporno ist Journalismus, der mit boulevardesken Bildern arbeitet, der aber weder den Angehörigen noch der Gesellschaft insgesamt irgendwas bringt, sondern kritische Berichterstattung, und vielleicht können wir darüber gleich auch noch einmal sprechen. Wie konnte es so weit kommen, dass der Typ 9 Menschen umgebracht hat? Wir haben alle vorher, nicht ein Jahr, nicht 10 Jahre, nicht 30 Jahre, nicht 50 Jahre länger darüber gesprochen, dass sowas passiert. Und es ist sowas in Deutschland passiert. Und das möchte ich als Journalist bearbeiten. Und nicht dich, Cetin, immer und immer wieder traumatisieren und dich fragen, und wie hast du in dieser Situation, als du das gesehen hast, wie hast du dich gefühlt? Danke, Mohammed. Das Interessante ist auch, was mir gerade einfällt, ist, du sagst ja, ey, wir brauchen quasi bei JournalistInnen diese Staatskritik. Ich beobachte aber auch, dass das, wenn das gemacht wird, diesen Menschen dann aber auch ganz auf die Objektivität und Neutralität abgesprochen wird. Ne? Dass sie sagen so, oh, jetzt bist du viel zu aktivistisch. Das beobachte ich auch, was ich auch als sehr starke Schieflage sehe. Jetzt hast du Chitin, als wir das letzte Mal telefoniert haben, hast du gesagt, wir brauchen eine Aufklärung und eine schonungslose Aufklärung. Jede Person, die in dem Prozess versagt hat, muss zur Konsequenz gezogen werden. Und da meintest du ja auch schon, Mohammed, es muss fair sein. Hier geht es nicht darum zu sagen, irgendein Racheakt oder sonst was, geht einfach nur um faire Prozesse. Und da will ich kurz, bevor wir auch auf dieses Thema Psychologie eingehen und psychologische Hilfe, kurz noch auf den Punkt eingehen. Warum, wie kann es sein, erstens, dass wir erst jetzt herausfinden, dass Notausgänge verschlossen waren, also in der Öffentlichkeit. Zweitens, wie kann es sein, dass ein Antrag, wenn ich mich nicht täusche, 2017 bei den Behörden eingegangen ist? Wie kann es sein, dass wir 2020 dann zu einer Situation kommen, wo Menschen nicht flüchten können? Ein Notausgang ist, es ist einfach der Inbegriff von dem Notausgang ist, dass in solchen Momenten Menschen in der Lage sind,
flüchten zu dürfen und zu können. Wie kann das sein? Vielleicht gebe ich erstmal an dich ab, Chitin, mit deinen Gedanken, würde ich mich, und dann würde ich mich auch nochmal interessieren, was du dazu sagst, Mohammed. Genau, wieso verschließt man einen Notausgang? Natürlich, dass man in eine Brand oder in Gefahr flüchten kann, eigentlich. Ne? Ist ja eigentlich da. Und wenn man, das war ja von Polizei, soweit wir das mitbekommen haben, gewollt. Also, das war 2017. Ab 2017, soweit ich weiß, von Polizei gewollt. Das ist nicht so, dass der, soweit ich weiß, dass der Betreiber da von Arena Bar das jetzt zugemacht hat, sondern wir gehen davon aus, dass es Anweisung von Polizei war. Wieso? Wieso? Genau im Gegenteil. Die haben das zumachen lassen, damit keiner flüchtet. Also Sie müssen mal so vorstellen, jedes Mal, wenn Polizei bei Arena Bar Razzia gemacht hat, wegen, ich weiß nicht wieso, immer wieder Razzia wegen Drogen oder was, jedes Mal sind die ja auch mit zwei Streifen gekommen. Einmal waren die immer beim Eingang und wenn die hintenrum abhauen, war immer zweite Streife da, um von Hintertür die Flüchtende aufzufangen. Und damit sie nicht jedes Mal mit zwei Streifen fahren, haben die gesagt, wir brauchen diese zweite Streife nicht, wenn dieser Notausgang zu ist. Dann reicht, wenn wir von vorne reingehen und wir wissen, wir haben jeden, die da drin ist. Also die Kinder sind tot, weil die nicht durch einen Notausgang rausrennen konnten, weil das geschlossen war, aber das war von Polizei so gewollt, damit die nicht, das ist halt Kostenfrage, ne? Statt mit zwei Polizeistreifen, mit einem Polizeistreife zu fahren. Ne? So musst du ja immer eine Streife auch die Hintertür zumachen, damit die, wenn die nach hinten rauslaufen, auch geschnappt werden. Es ist für mich versuchte Totschlag oder fahrlässige Tötung ist das. Der Willi Viorel hat viermal Notruf angerufen. Wir sind fest davon überzeugt, dass wenn Polizei das abgehoben hätte, wenn der mit seinem Notruf durchgekommen wäre, wären wir 1000% sind wir davon überzeugt, dass Polizei wenigstens Willis Leben gerettet hätte. Wir hätten am Telefon gesagt, okay, du hast es gesagt, wir verfolgen ihn. Natürlich bricht sofort diese Verfolgung ab wegen deiner Sicherheit. Wir übernehmen das jetzt. Dann wäre er nicht hinterhergefahren. Wenigstens Notausgang hätte natürlich zwei Leben gerettet. Den von Hamza und Said Nessar, die sind in Arena Bar gestorben. Notrufannahme hätte den Willi das Leben gerettet, weil die schlicht und einfach am Telefon Polizeiarbeit gesagt hätten, okay, du darfst ihn natürlich nicht weiterverfolgen. So wäre der Willi noch zum Beispiel am Leben. Und wenn ich das so aufzähle, wenn ich, dann komme ich bis zum Waffenscheine, was ihm Esra gesagt hat, nie im Leben Erlaubnis erteilt werden dürfen, hätten wir auch diese anderen Morde nicht in Hanau. Tut mir leid, Mohammed, du wolltest was sagen, ich bin einfach. Nee, das ist absolut alles total wichtig, was du aufgelistet hast. Also erstens glaube ich, dass es ist keine Gutmachung in dem Sinne, aber was die Sicherheitsbehörden machen müssen, ist maximale Transparenz. Alle Dokumente und Archive, die es seit, sagen wir mal, 2015 zur Arena Bar, zum Attentäter, zum Waffenbesitz, zur polizeilichen möglichen Ermittlungen gibt, müssen auf den Tisch. Alles. Es reicht nicht eine Pressemitteilung oder eine Pressekonferenz. Wir wissen, dass in Deutschland, wir wissen das alle, sie lieben alles aufzuschreiben. Ich möchte das sehen. Ich möchte schwarz auf weiß sehen, was ist passiert mit diesem Notausgang. Weil ich glaube, sowieso Vertrauen bei sehr vielen von Rassismus betroffenen Menschen in die Sicherheitsbehörden ist sowieso nicht da. Ich kenne sehr, sehr viele Leute, die von Rassismus betroffen sind und die dreimal überlegen, ob sie 110 wählen oder nicht.
So. Und deswegen ist es total wichtig, dass die Sicherheitsbehörden erstmal Transparenz herstellen. Und deswegen ist es total wichtig, dass unabhängige Journalistinnen und Journalisten ihre Arbeit machen. Ich glaube nicht, dass sie das freiwillig machen bei der Polizei in Hessen, sondern dass man das nachrecherchieren muss. Das ist das Erste. Das Zweite. Wie kann es sein, dass in einer Shisha-Bar überhaupt ein Notausgang verriegelt ist? Millionen hier in Berlin wurden in den Sand gesetzt, weil ein Flughafen nicht eröffnen durfte, weil ein paar Notausgänge nicht funktioniert haben. Und da waren sie strikt. Und diese strikte Haltung möchte ich wirklich auch im Sinne von Leben von sehr vielen rassifizierten Menschen in diesem Land auch sehen. Ich sehe das nicht. Egal, wer diesen Fehler gemacht hat, beziehungsweise diese Anweisung gegeben hat, ich möchte wissen, wer dahinter steckt. Und das kann man wirklich nur mit Transparenz lösen, dass wir da Aufklärung bekommen. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, wie kann es sein, dass wenn drei Leute in Hanau die Polizei anrufen, Leute nicht mehr durchkommen? Was das? Wie kann das, also das geht nicht in meinen Kopf. Also wir sind so, wir reden hier mit, es ist Pandemie, wir können hier diese Sendung aufzeichnen mit Zoom, mit Kameras, mit allem. Und die Sicherheitsbehörden kriegen es noch nicht mal hin, dass drei Leute gleichzeitig bei der Polizei anrufen können. Das ist für das Sicherheitsgefühl von allen Menschen in diesem Land ja, das muss ja fatal sein. Wenn ich weiß, dass im Falle von drohender Gefahr ich nicht durchkomme. Und du hast es richtig gesagt, Chetin. Genau diese Detailfragen hätten Leben retten können. Man hätte sagen können bei der Polizei, natürlich sollten sie ihn nicht mit dem Auto verfolgen. Das hätte er vielleicht dann nicht mehr gemacht. Oder Notausgang verschlossen, zwei Leute hätten da sich in Sicherheit bringen können. Und ich weiß es, dass das wichtig ist, weil sowas Ähnliches ist in Halle passiert. Und ich habe es auf Video gesehen. Diejenigen, die sich nach hinten im Imbissladen, wenn ihr euch erinnern könnt, wo der Attentäter von Halle reingegangen ist, diejenigen, die sich nach hinten quasi in Sicherheit bringen konnten, die haben überlebt. Die Person, die das nicht machen konnte, weil einfach unter Schockstarre, die ist jetzt tot. Und deswegen sind diese Fragen, diese Detailfragen, man sagt, ich lese auch in Kommentaren, egal ob journalistisch oder irgendwelche Lauchs, sage ich jetzt mal, bei Facebook, die denken, ihre Meinung ist wichtig. Ich lese in Kommentaren, ja, warum macht ihr jetzt sowas so Riesentamtam über einen Notausgang? Ich will alles wissen. Wir müssen alles wissen, im Detail. Und die Angehörigen haben einfach Informationen verdient, das ist das Mindeste. Dankeschön für für das nochmal, für deine Gedanken mal mit. Ich will kurz auf den Punkt ich will kurz auf den Punkt zurückkommen, den du schon jetzt ein paar Mal erwähnt hast, Chetin, und zwar psychologische Unterstützung. Frage direkt raus: Welche Hilfen habt ihr bisher angeboten bekommen? Genau, also wir kämpfen natürlich um ganze Zeit um Gerechtigkeit. Wir haben natürlich von Staat nichts bekommen. Bis jetzt noch nichts. Und deswegen ärgert es uns auch, weil du mich gefragt hast, wie geht's, oder wenn mich jemand fragt, wie geht's dir nach einem Jahr? Ich sag mal so. Wenn hätte ich eine Schusswunde, wäre meine Wunde bzw. meine Narbe nach einem Jahr geheilt. Oder hätte ich einen Knochenbruch, wäre meine Knochenbruch geheilt. Aber dieses System, diese Landesregierung Hessen, Bundesregierung, alles drum und dran, haben das so weit geschafft, dass uns nach einem Jahr wesentlich gesundheitlich, körperlich, psychisch schlechter geht als am 20. Februar 2020, ein Tag danach. Wie haben die das geschafft? Ne, wäre ich krank oder eine Schusswunde, wäre ich schon geheilt. Aber wir schlafen noch schlechter, wir haben noch mehr keine Ruhe und uns geht es richtig schlecht, weil es so offensichtlich und bewusst gezeigt und gemacht wird, dass wir Opfer jeden Tag zu neuen Opfern werden.
Also ich gebe mal ein Beispiel wegen Gerechtigkeit, psychosoziale und finanzielle Hilfe. Also der Psychologe, der meine Mutter betreut, also am 19. Februar ist mein Bruder Gökhan getötet und 38 Tage danach, 28. März, habe ich auch meinen Vater verloren, weil mein Vater das nicht verkraftet hat. So, und dann kam der Psychologe, weil meine Mutter hat sein Kind durch einen Rassisten verloren und 38 Tage später hat sie ihren 55-jährigen Lebenspartner verloren. Und es war so wenn wir Balkon waren, konnten wir von unserer Wohnung Balkon ins Arena Bar Kiosk reinschauen, Mann. Da, wo Gökhan getötet und über 20 Stunden da lag. Und Psychologe hat gesagt, meine Mutter muss auf jeden Fall raus hier, weil diese ganze schöne Erinnerung, diese Wohnung macht sie kaputt. Und wir sind jetzt über 10 Monate haben wir Wohnung gesucht. Jetzt haben wir eine Wohnung gefunden. Aber während dieser Zeit, wo wir Wohnung gesucht haben, wo wir Stadt Hanau zum Beispiel gebeten haben, wir brauchen Wohnung, Wohnung, Wohnung. Drei Zimmer, vier Zimmer, drei Zimmer geht auch. Wir haben später erfahren, dass statt die Familien Wohnungen bekommen haben, Menschen bekommen haben, die mit dieser Tat gar nichts zu tun haben. Oder dass die Menschen, die damit, Mohammed, du musst dir das mal vorstellen, der Rassist kommt, tötet 6 Menschen in Kesselstadt, fährt nach Hause. Ich als der Bruder von Gökhan komme vor Ort und 20 Minuten nach dieser Tat kommen Schaulustige, weil so viel los ist, Polizeiaufgebot, Helikopter, Krankenwagen, was geht denn hier ab? So viele Menschen aus Kesselstadt kommen ans Kurt-Schumacher-Platz als Schaulustige, als gucken, was da los ist. Und diese Menschen, die mit dieser Sache gar nichts zu tun haben, bekommen Wohnungen, weil die angeblich psychisch am Ende sind. Ich kenne drei, vier Leute, die momentan in Karlsruhe in Traumazentrum behandelt werden. So, dann ist meine Frage. Wir sind anscheinend, diese 9 Familien, wir sind nicht betroffen anscheinend. Wenn eine Schaulustige nicht mehr arbeiten kann und ins Traumazentrum kommt, weil er diese Bilder, Polizeiaufgebot, diese blau-rote Lichter, alles gesehen hat, das nicht mehr vergessen kann, was sind wir? Was sind wir? Keine der 9 Familien hat irgendeine Wohnung bekommen, aber Leute, die mit dieser Tat nichts gefunden, zu tun haben, haben Wohnungen bekommen, weil die betroffen sind, weil die das in Kesselstadt nicht psychisch aushalten. Und dann ist meine Frage, sind wir keine Betroffenen oder was? Ist mein Bruder nicht gestorben oder was? Wieso wurde uns keine Wohnung zur Verfügung gestellt? Wieso wurden wir nicht psychisch professionell behandelt? Das war für die Schaulustige auch Pandemiezeit. Wieso wurden wir nicht gefragt oder zu Traumazentren geschickt? Wo ist diese Gerechtigkeit? Also von Staat haben wir Staat Gerechtigkeit plus noch eine von Land Hessen. Statt geholfen wird, bekommen wir jedes Mal eine auf den Deckel. Anscheinend die jetzt psychisch besser in der Lage sind, einen Antrag zu stellen, bekommen bewilligt, aber die psychisch jetzt nicht mal seinen Namen schreiben können und weil die diese Anträge nicht machen können oder diese Bürokratie, bekommen nichts oder was. Also da muss mit Gerechtigkeit auf jeden Fall mit Deutschland was passieren. Und wäre mein Vater noch am Leben, glaub mir, Mohammed, ich würde meinen Vater wirklich fragen, Baba, warum bist du 1968 nach Deutschland gekommen und nicht zum Beispiel nach Kenia, nach Afrika? Glaub mir, wäre das in Afrika, Kenia, irgendwo, Senegal oder wo passiert,
Ich bin davon überzeugt, ich hätte mehr Gerechtigkeit, mehr Aufklärung und mehr Konsequenzen erfahren als hier in Deutschland. Das muss ich leider sagen, weil das hat Deutschland aus uns gemacht. Stehst du? Weil meine Mutter, wir haben einen Antrag gestellt, weil mein Vater gestorben ist wegen Witwenrente. Das hat mit diesem Anschlag nichts zu tun. Ganz normal. Und über 6 Monate mussten wir mit diesem Papierkram kämpfen. Ja, was ist jetzt? Ist mein Bruder getötet? Muss ich jetzt um meinen Bruder um Aufklärung? Oder soll ich über ganz schlichte, ganz einfache Rentenamt, Witwenrente, die verlangen das, 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 das und das, Sterbeurkunde, Geburtsurkunde, Heiratspass, das. Versuch mal einen Termin in Pandemiezeit bei Ausländerbehörde zu machen, um ganz schlicht eine Sterbeurkunde zu verlangen, um diesen Antrag überhaupt stellen zu können. Wochenlang Telefon, Termine, diese Computer, eine Stunde Musik. Irgendwann kommt einer, gibt dir für 10 Tage später Termin. Hey, verstehst du, was ich meine? Und dann wegen meiner Mutters Pflegefall. Also du musst dir das so vorstellen. Meine Mutter, mein Sohn und ich. Wir leben in einer Wohnung. Meine Mutter hat seit 10 Monaten nicht gekocht. Wir essen seit 10 Monaten draußen, also bestellen von draußen. Und ich, 46 Jahre alt, mein Sohn ist 26 Jahre alt. Wir tun Staubsaugen zu Hause. Wir können nicht kochen. Und da haben wir bei Versorgungsamt, wir waren am 23. September, waren wir in Schloss Bellevue. Wir wurden durch den Herrn Präsidenten Herr Steinmeier, in Berlin eingeladen. Und da hatten wir auch so eine Opferbeauftragte, den Herrn Dr. Professor Franke. Ne? Und da hatten wir ja ein Gespräch gehabt. Diese Sache habe ich ja auch mit dem Herrn Franke gesprochen. Und der Herr Franke hat ja gesagt, ich werde für euch in Fulda, Versorgungsamt Fulda anrufen, damit diese, wie nennt man das, diese Behindertengrad oder was wie Pflegegrad hochgesetzt wird, damit wir durch einen Pflegedienst zum Beispiel jemand kommt, der Haushalt macht, für ein paar Stunden sauber macht oder wegen Medikamentenabgabe. So, und der Herr Franke hatte uns gesagt, dass er sich stark machen wird für uns als Opferbeauftragte und Versorgungsamt Fulda anruft. Und wir waren September da. Und letzte Woche kam dieser Bescheid vom Versorgungsamt. Also Oktober, November, Dezember, Januar, Februar. Also 4,5 Monate danach, weil der Bundesregierung mit seinen Opferbeauftragten sich stark gemacht hat. Ne? Also 4,5 Monate danach. Und das Allerbeste ist noch, dieses Schreiben ist, es ist abgelehnt. Dann frage ich mich, warum wartest du 4,5 Monate? Warum gehst du nach Berlin? Und warum sagst du offensichtlich, wir zeigen das nicht? Die sehen doch, sie tun uns doch seit einem Jahr verfolgen, tagtäglich. Wir sind doch vor Kameras, vor Interviews. Sie kennen doch unsere Lage. Sie kennen doch meine Mutter. Sie wissen doch, was uns passiert ist. Wir wollen doch hier nicht, ne? Oder das sind so viele Sachen, ne? Dass vielleicht Regierung irgendwas macht, dass bei sowas eine schnellere und einfachere Verfahren gibt. Dass man bei sowas vielleicht ein bisschen schneller, weil die schon Leid und Kummer und Trauer haben, dass die wenigstens da, wenigstens, und statt dass es geholfen wird, wird noch langsamer bearbeitet und noch mehr psychisch unter Druck gesetzt und dann noch abgelehnt. Mohammed, bitte. Es ist viel. Es ist viel und ich würde gerne einmal feststellen, ich glaube, was viele deutsche politische Entscheider und Entscheiderinnen können, ist Symbolik im Nachhinein. NSU-Morde, Angela Merkel stellt sich hin bei einer Trauerfeier und sagt, es wird nie wieder passieren. Halle-Attentat, Bundespräsident stellt sich im Nachhinein hin und sagt, Antisemitismus, wir müssen den Kampf ansagen. Hanau, die Angehörigen werden in Schloss Bellevue eingeladen und euch wird irgendwas
versprochen und dann passiert das nicht, aber ihr bekommt erst ein halbes Jahr danach Bescheid. Und das ist nicht nur ärgerlich, sondern das ist absolut fatal für das gemeinsame Zusammenleben, weil ich kann dann viele von euch total gut verstehen, wenn sie sagen, ich habe keine Hoffnung bzw. kein Vertrauen mehr in dieses politische System, weil es sich nicht um mich als Bürgerin oder Bürger kümmert, sondern nur um politische Symbolik. Wie oft sollen noch solche Attentate passieren und danach tingeln alle Opfer, Familien, betroffene Angehörige ins Schloss Bellevue oder ins Kanzlerinnenamt oder in die Staatskanzlei nach Wiesbaden und es gibt einen Pressetermin und dann passiert es wieder und dann gibt es wieder einen Pressetermin und dann passiert der nächste Anschlag und so weiter und so fort. Und das ist leider auch hier in diesem Fall etwas, das mich nicht überrascht. Wenn man sich die Angehörigen und die Opfer nach dem islamistischen Anschlag vom Breitscheidplatz anschaut, die erzählen exakt dieselben Geschichten. Das sind Leute, die sind darauf angewiesen, dass sie einen Rollstuhl bekommen und die warten seit Jahren mittlerweile darauf und bekommen den nicht. Und ich so, warum seid ihr Deutsche, warum seid ihr geizig, wenn es darum geht, Gerechtigkeit herzustellen? Über wie viel Euro sprechen wir? Wenn Steuergelder an einer Stelle gut investiert sind, dann ist es in soziale Gerechtigkeit. Und das ist das Mindeste, was man leisten kann als politische Entscheider und Entscheiderinnen, dass man die Angehörigen in den Arm nimmt, und dass man ihnen sagt, wir sind für euch da, was braucht ihr? Ihr sagt, was ihr braucht, und dann bekommt ihr das unbürokratisch und jetzt auf gleich. Wie kann es eigentlich sein, dass der Opferbeauftragte, wenn ich das jetzt so höre, 4,5 Monate braucht, damit ein Bescheid abgeschickt wird und der dann auch noch negativ ist? Ich verstehe das, um ganz ehrlich zu sein, überhaupt gar nicht. Und dann, vielleicht können wir gleich nochmal darüber sprechen, dieser Maßnahmenkatalog, den die Bundesregierung, du wolltest, glaube ich, Esra dazu was fragen, den müssen wir auch mal besprechen. Aber vielleicht an dem Punkt gebe ich das Wort zurück an Esra. Ich wollte genau das fragen gerade, ne? Also irgendwie nach dem Anschlag in Hanau forderten ExpertInnen und Migrantenverbände ein Gremium, das sich halt dann mit der Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus einsetzt. Und am 18. März 2020 entschied dann das entstand dieses Kabinett, dieser Ausschuss gegen Rechtsextremismus und Rassismus. Hier blenden wir ein Bild ein von denjenigen, die in diesem Kabinett sitzen. You can see a lot of white people. Und die Menschen haben ja dann quasi im November diese 89 Maßnahmen beschlossen. Mohamed, kannst du uns kurz Kontext dazu geben? Was steht da drinne und was wird daran, welche Kritik wird daran geäußert? Das sind 89 Einzelmaßnahmen, die von diesem All-White-Panel, sage ich jetzt mal, diesem Ausschuss der Bundesregierung erarbeitet worden sind, wo verschiedene Ressorts der Bundesregierung, also verschiedene Ministerien und verschiedene politische Stellen quasi gesagt haben, was können wir gegen Rassismus und rassistische Gewalt machen. Und ich finde, das klingt erstmal gut. Also mein Job ist es zu nörgeln. Mein Job ist es, Kritik zu äußern. Mein Job ist es zu sagen, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Ich bin nicht dafür da, irgendwas rosarot anzusprühen und zu sagen, Deutschland ist schön, 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 sondern meine Arbeit ist es wirklich, Kritik zu äußern. Und ich sage trotzdem, dass es erstmal gut ist, wenn man sagt, okay, man macht so einen Maßnahmenkatalog. Gut. Dann guckt man sich aber den Maßnahmenkatalog an und es ist beschämend einfach. Weil ein strukturelles Problem wie Rassismus und rassistische Gewalt gegen verletzbare Minderheiten, gegen Sinti und Roma, gegen Jüdinnen und Juden, gegen schwarze Menschen, gegen Nachkommen sogenannter GastarbeiterInnen, gegen jede rassifizierte Person und Minderheit in diesem Land. Das ist ein strukturelles Problem. Deswegen sind so viele Menschen in Gefahr. Und wenn man in diesen Katalog guckt, findet man keine strukturellen Lösungen. Im Gegenteil. Die sogenannte Polizeistudie von Horst Seehofer, wo er seine Polizei feiern möchte, wird als Einzelmaßnahme gegen Rassismus aufgelistet. Was bringt es mir, wenn wir eine vermeintlich unabhängige Studie da in diesen Katalog reinschreiben? Nichts. Das bringt mir gar nichts.
Was bringt mir, wenn ich jetzt sage, okay, wir machen jetzt ein Monitoring oder eine Dokumentation über die Integration von bestimmten Migrantinnen und Migrantengruppen in der Gesellschaft? Gut, kann man mal machen, aber was ist die Maßnahme? Was bringt es mir, wenn da steht, Opferberatung soll jetzt gestärkt werden? Ja, wir hören gerade von Chetin, die Opferberatung funktioniert nicht. Sie funktioniert einfach nicht. Also, der Beauftragte der Bundesregierung, wo ich auch sagen würde, das ist ein wichtiger Posten, macht seine Arbeit anscheinend nicht. Wenn mir gesagt wird, in verschiedenen Bundesländern gibt es Vereine und Initiativen, die Tag für Tag für Tag hart daran arbeiten, dass die Angehörigen zumindest ein bisschen Unterstützung haben. Und wenn mir diese Initiativen sagen, wir müssen von Monat zu Monat schauen, wie wir über die Runden kommen, finanziell, ressourcenmäßig, Miete bezahlen, Büros, Telefonrechnung, Stromrechnung, dann frage ich mich, wo ist das Empowerment? Wo gibt Geld? Ich finde, wir sollten uns nicht schämen zu sagen, antirassistische Arbeit kostet Geld. Und wir leben in einem reichen Land und deswegen ist Geiz an dieser Stelle einfach nur peinlich und tödlich. Weil wenn ich höre, dass ihr Chetin bei euch in der Familie noch nicht mal in der Lage seid, einen halbwegs normalen Alltag zu leben, weil ihr all diese Probleme habt, plus die Traumatisierung, dann ist es eine gesundheitliche Frage, eine psychologische Frage. Das ist jetzt hier nicht, oh Gott, wir müssen denen irgendwie so ein bisschen Geld geben, damit wir uns gut wieder fühlen als Bundesregierung oder als Gesellschaft oder so, sondern hier geht es um Menschenleben. Und da auf die Euros zu achten, finde ich einfach ehrenlos, um ganz ehrlich zu sein. Es gibt ja so einen Begleitausschuss, ne, die Bundeskonferenz der Migrantenorganisation, und die kritisieren ja diese Maßnahmen auch sehr hart, sehr scharf und sagen halt, das 89-Punkte-Papier ist vom Expertenrat der BKMO auf den aktuellen Bearbeitungsstand als wenig belastbar zu bewerten. Denn es fehlen unter anderem sämtliche Angaben zu Zuständigkeiten. Das ist deren erste Kritik. Zweitens, es gibt keine verbindlichen Termine, überprüfbaren Indikatoren, ausreichend und verbindliche neue Budgets und notwendige Prozesse. Also das, was du eigentlich gerade schon gesagt hast, wird genauso in dem Maß und auch nochmal weiter ausgeführt von der Bundeskonferenz der Migrantenorganisationen. Die Frage, die sich mir jetzt natürlich stellt, ist, Chetin, wie hat es euch geholfen als Angehörige, so dieser 89-Maßnahmenplan? Gut, also alles, was für uns gemacht wird, ist natürlich gut für uns. Aber was wir nicht verstehen, wieso eine Landesregierung Hessen sich so querstellt, weil durch diese Anna-Frank-Stiftung, diese Response, hatten wir ja gesehen, dass diese Land Thüringen für diese Opferfamilien von NSU 1,5 Millionen Euro bereitgestellt hat für diese 10 Familien der NSU. So, wir müssen das so vorstellen. Thüringen hat das 1,5 Millionen Opferhilfsfonds von sich aus gemacht für 10 Opfer, obwohl keine der 10 NSU-Opfer in Thüringen gestorben sind. Also, da muss ich Respekt sagen. Ne? Nur weil diese zwei Uwes von NSU und die Beate aus Jena kamen, der Uwe Bönhardt und Uwe Mundlos waren es, glaube ich, und weil diese Rassisten aus Jena, Thüringen kamen, und weil die sich als Behördenversagen das gesehen haben, weil die nicht aufgehalten haben, haben die 1,5 Millionen Opferhilfsfonds gestellt. So, und dann haben wir diese Modell Thüringen gesagt, wenn ein kleines, armes, neues Bundesland wie Thüringen 1,5 Millionen Euro Opferhilfsfonds stellen kann, sollte Hessen eigentlich das Doppelte machen. Wieso? Weil Thüringen hat keine Bankenmetropole wie Frankfurt oder EZB oder keine Frankfurter Flughafen. Und deswegen haben wir gesagt, 3 Millionen war unser Vorschlag gewesen. Und
Wir haben gesagt, da muss Hessen wirklich auch von alleine auch drauf kommen, weil wenn Thüringen ohne irgendein Opfer, nur weil die Rassisten aus Thüringen kamen, das gemacht hat, muss Hessen das ohne Probleme machen, weil der Rassist kommt aus Hessen, plus alle Opfer sind in Hessen, ohne irgendeine Beteiligung anderes Bundeslandes. Es ist ein Problem des Hessens. Und wenn wir diese Antonio Amadeo Stiftung, diese Statistiken gucken, was seit Mauerfall 89 für Rassistentote gab, mit Hanau sind es jetzt mittlerweile 209 Tote. Und du musst dir das mal so vorstellen, dass über 80% diese 209 Tote sind in Hessen getötet worden. Also Hessen ist mittlerweile meiner Meinung nach Deutschlands Nazi-Hochburg. Und wenn diese Regierung, haben wir gesagt, normalerweise müsste diese Regierung von sich aus alleine, ne, kommen und diesen Vorschlag haben. Und wenn nicht, wenn wir diesen Vorschlag Thüringer Modell denen auf den Tisch legen, dass die wenigstens so viel Menschlichkeit, wenn die seit einem Jahr sagen, wir sind für Familien da, dass endlich nicht nur Worte, sondern auch Taten folgen. Das ist doch jetzt ein Zeichen, um zu zeigen, dass ihr doch nicht die Schlechten seid. So, aber die haben jetzt eine Pressemitteilung gemacht. Es gibt 2 Millionen Euro Opferfonds, aber in keinem Zeile ist Hanau damit gemeint und in keiner Zeile ist Rassismus in diese 2 Millionen inbegriffen. Also diese 2 Millionen sind für jede Opfer in Hessen, auch Volksmasen. Das heißt, wenn ich eine Zuhälter bin und lasse Freie nicht ins Haus rein und es gibt Streit, ich kriege paar auf die Fresse als Zuhälter, ich dürfte von diese 2 Millionen Euro auch was bekommen, weil ich auch eine Opfer einer Straftat geworden bin. Das ist erstmal ein Armutszeugnis von Hessen. Ne, wenn wir diese alle Straftaten in Hessen rechnen, das würde von 2 Millionen heißen, jede Familie würde entweder, wir haben, wenn wir gut gerechnet haben, 27 Euro bekommen. Es ist einfach lächerlich. Also das sind dann 27 Euro für jede Familie. Aber was uns zum Beispiel, wieso geht es uns jetzt schlecht? Und bei dem Umzug habe ich für meine kranke Mutter ein Bett gekauft. Und da war eine Institution. Ich habe mit denen geredet, ob die mir vielleicht helfen, diesen Rechnung für das Bett. Ich meine, wie klein kann man sich noch rein? Wie klein, wie mehr blamieren kann man sich? Aber ich muss das sagen. Diese Institution hat gesagt, ich soll diese Rechnung von das Bett, was ich meine Mutter gekauft habe, zu denen schicken. Und die würden das dann uns das Geld überweisen als Solidarität, als Geste dieser Institution. Und durch diese Pressemitteilung von Land Hessen, dass wir 2 Millionen Euro Opferfonds bekommen, aber alle sind da drin, ne? Alle Opfer in Hessen, ne? Wir bekommen ja eigentlich nur 27 Euro. Durch diese Mitteilung, was hessische Landesregierung rausgeschickt hat mit 2 Millionen Euro, hat diese Institution mich angerufen, hat gesagt, wir wollten euch eigentlich das Geld für deine Mutters Bett zahlen, aber ihr bekommt ja jetzt 2 Millionen Euro und das ist ja wesentlich mehr als das, was ihr von uns bekommt und deswegen hat sich diese Sache erledigt. Und dann frage ich mich, bitteschön, was hat diese Landesregierung mit dieser Pressemitteilung mir getan? Was für einen Gefallen hat er mir getan? Er hat geschafft, dass es mir sogar nicht geholfen wird. Das hat er geschafft. Ne? Und das sind Sachen, wo du kämpfst, sagst du, sag mal, bin ich in einem falschen Film oder geht's noch richtig? Die helfen nicht und tun auf deinem Weg, was du wie ein Tier, der jetzt seit Tagen nichts zu essen bekommen hat, diese Wildigkeit und lässt dich mit dieser Wildigkeit ganz alleine.
Es macht einem aggressiv. Wenn du nicht hilfst, dann lass mich wenigstens in Ruhe und tu mir noch nicht neben von hinten rum meine Arbeit erschweren oder einen Antrag, der vielleicht bewilligt wird, zu einer Ablehnung ändern. Ja? Das ist alles gewollt. Weil andere Wort fällt mir nicht ein. Es ist einfach gewollt, dass es uns scheiße geht. Glaub mir, du verlierst deine Selbstsicherheit, du verlierst deine Männlichkeit, du verlierst deine Persönlichkeit, du verlierst deine Ehrlichkeit, du verlierst deinen Stolz, du verlierst deine Stirn. Glaub mir, ich war bis zu meinem 46. Lebensjahr noch nie geldabhängig oder ich habe noch nie von jemandem einen Euro verlangt, Mann. Was kann ich dafür? Was? Was? Ich habe doch nicht gesagt, komm, bring meinen Bruder um, dass ich euch wegen Geld nerve oder wegen Psychologe nerve oder ich will euch nicht nerven. Ich bin nur zu sagen, was habt ihr mit mir gemacht aus meinem Leben? Was? Ich bin ja noch in einem Arbeitsverhältnis, aber ich bin noch krankgeschrieben, bekomme Krankengeld. Und ich habe eine Wohnung gefunden für meine Mutter, der jetzt doppelt so viel kostet, wie wo wir waren in Kesselstadt. Also ich gehe jeden Monat ohne Essen, ohne Trinken, ohne Pflege, ohne gar nichts, bin ich schon automatisch 600, 700 € im Minus, jeden Monat. Und nächsten Monat ist es 1400. Dritte Monat ist 2,1. Und nächsten Monat ist fast 3. Ja, was kann ich denn dafür? Was habe ich denn gemacht? Was? Also, wir haben keine Gerechtigkeit. Plus, es wird uns alles dafür getan, dass es nicht geholfen wird. Ohne die politischen Entscheider aus der Verantwortung zu ziehen, ist mir da wichtig, dass Empowerment und gegenseitige Solidarität, glaube ich, eine sehr kurzfristige Lösung sein könnte. Also wenn quasi die Strukturen, die staatlichen Strukturen, die eigentlich dir, Cetin, und den anderen Angehörigen unter die Arme greifen sollte, wenn die nicht funktioniert, dann müssen die Betroffenen, von Rassismus Betroffenen hier in diesem Land zusammenstehen und solidarisch sein. Ich weiß, dass es sehr, sehr viele Menschen in Hessen gibt, die natürlich nicht einfach so Gelder verteilen können, die aber anders versuchen, mit ihrer Zeit, mit ihrer Lebenszeit, mit ihrer Reichweite zum Beispiel Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und deswegen ist es total wichtig, dass wir auch nochmal im großen Kontext versuchen, mehr Aufmerksamkeit für eure Situation herzustellen. Jede Person in ihrem eigenen Umfeld, beziehungsweise mit ihren Möglichkeiten. Was ich machen kann zum Beispiel, ist als Journalist unabhängig Texte zu recherchieren. Was Esra machen kann, ist genau diese Sendung machen. Was jemand machen kann, der in Frankfurt zum Beispiel bei Response arbeitet, euch zumindest zuzuhören. Manchmal ist es wichtig, einfach zu sprechen. Und so ist es, glaube ich, mir wichtig, auch nochmal zu betonen, dass wir ein Jahr danach zusammenstehen müssen, wie eine Eins, ohne zu relativieren, beziehungsweise den Politikerinnen und Politikern irgendwie zuzunicken, wenn die sagen, wir haben einen Fonds aufgelegt oder sowas. Und was bringt tatsächlich den von Rassismus betroffenen Menschen beziehungsweise den Angehörigen eine Pressemitteilung, wo irgendwie die Zahl 2 Millionen drinsteht? Nix. Das meinte ich auch mit Symbolik. Symbolik bringt den Betroffenen nichts. Im Gegenteil, das schadet. Jetzt ganz konkret, wie Cetin es erzählt hat, aber auch allgemein, weil dann wird gesagt, ja, okay, die Landesregierung hat einen Fonds aufgelegt, schön, tralas, alles gut. Ne? Also nein, so tickt aber auch so eine Gesellschaft wie hier in Deutschland. Und dann werde ich auch, ich stehe ja in der Öffentlichkeit und werde auch gefragt, was wollt ihr eigentlich mehr? Und ich so, wie, es gibt nichts, es gibt ganz wenig. Was ist überhaupt diese Frage, was wollt ihr eigentlich mehr? Ist total daneben eigentlich. Esra, du wolltest das sagen.
Ich gehe damit, ne, zu sagen, von denjenigen, die von Rassismus betroffen sind, sollten zusammenstehen. Und ja, PolitikerInnen stehen auch in der Verantwortung. Und ja, wir sollten alle Zeit nehmen, um euch zuzuhören. Aber ich sage dir mal auch was, wer noch in der Verantwortung steht, und zwar all diejenigen, die nicht von Rassismus betroffen sind. Verdammt nochmal, ihr müsst Bücher lesen. Ihr sitzt auch in Strukturen. Ihr habt auch eine Verantwortung. Dieses von wegen, ja, die Politik hat versagt, ja, die Leute haben versagt, das sind auch Leute wie du und ich. Es sind Leute wie du und ich, die eben genau in diesen Strukturen sitzen, die ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben, die nicht in die Selbstreflexion gehen und nicht bei sich anfangen. Ne, einmal auslagern und sagen so, ja, Deutschland hat ein Rassismusproblem. Aber lass mal hier anfangen. Und ich nehme mich da nicht mit raus. Ich habe auch gewisse gewaltvolles Denken, soziale Normen, die wir drin haben. Aber ich nehme diese Menschen nicht mit raus. Es ist eure Aufgabe. Und es gibt genug Bücher. Es gibt genug Texte. Es gibt genug Videos. Lasst uns alle, wir stehen alle in einer gewissen Verantwortung. Und ich glaube auch, ja, die von Rassismus betroffen sind, wir müssen zusammenstehen. Wir müssen euch zuhören, Chitin. Alle anderen, macht eure verdammten Hausaufgaben. Ich würde jetzt gerade langsam zu der Frage kommen, was wünscht ihr euch, dass ihr nochmal so zum Abschluss nochmal irgendwie das zusammenpacken könnt, wo ihr sagt, das sind unsere Forderungen. Aber ich will nochmal dich kurz fragen, Chitin, gibt es noch etwas, wo du sagst, bevor wir in die Endrunde gehen, es gibt noch etwas, wo du unbedingt drüber sprechen möchtest? Nee, eigentlich, wir können schon, weil es gibt eigentlich so viele Sachen zu erzählen, aber da reichen Stunden nicht, was wir alles jetzt erlebt haben. Nur Thema Gerechtigkeit. Ne? Ich bin noch lange nicht bei Aufklärung, noch Konsequenzen oder Erinnern. Aber ganz kurz zu deiner Sache, was du jetzt gesagt hast, finde ich sehr richtig und wichtig, weil ich tue mich auch jetzt mittlerweile beschuldigen dafür, dass ich auch bis heute eigentlich nichts gemacht habe. Ne? Wir haben ja Rostock gehabt, wir haben Kassel, Halle, Solingen, Mölln. Ne? Ich als Türke, ich habe in Hanau gelebt und ich habe Zeitungen gelesen. Ich habe das verfolgt, die Tage, wo das die ganze Zeit berichtet wurde. Aber sobald es fertig war mit Berichterstattungen, war für mich auch vorbei. Es tut mir leid, das zu sagen jetzt als Angehörige. Was für eine Qual das jetzt in mir, wieso ich nicht mich darüber interessiert habe oder wieso ich mich nicht in diese Lage eingesetzt habe, was die Familien da durchlitten haben müssten bestimmt. Ne? Ich habe immer gedacht, das war falsch. Es gibt ja so eine türkische Sprichwort, der sagt, diese Schlange, der mich nicht beißt, soll von mir aus 1.000 Jahre leben. Yani, beni ısırmayan yılan 1.000 yaşasın. Weil ich gesagt habe, bei uns passiert das nicht, in Hanau so oder so nicht, wir sind in Sicherheit. Und natürlich, bis es halt hier Hanau erwischt hat. Aber obwohl das 90% meines Schuldes war, weil ich mich nicht darum gekümmert habe, weil es mich nicht betroffen hat, 90% ist es natürlich unsere eigene Sache, aber 10% ist auch, weil auch Deutschland nichts dagegen tut. Ne? Da passiert was, ein Anschlag, wir lesen 3, 4 Wochen und dann ist Stillstand. Bis nächster Anschlag, ein Jahr lang, wird nichts berichtet, dass irgendwas auch kommt, dass es Präsenz bleibt. In Nachrichten vielleicht, dass man irgendwie jeden Tag an einem Zeitung Ecke einen Rassismusbericht schreibt, dass es Präsenz bleibt, dass es im Köpfen bleibt. Oder in Türkei gibt es ja auch viele solche Sachen. Wenn man irgendwas machen möchte, dass man zum Beispiel in Fernsehkanälen Sender, wenn Werbung läuft, ne, wenn Werbung läuft, Ariel, Persil, Snickers, Knoppers, wenn Werbung läuft, dass in Werbung auch eine Minute von Bundesregierung eine Werbung kommt, der aufklärt über Rassismus. Der aufklärt oder dass bei Filmen unten läuft, Rassismus tötet. Nur, dass es im Gedächtnis bleibt, dass es Präsenz bleibt. Weil sobald es aufhört, es verschwindet in Köpfen. Aber Natürlich, Chetin, natürlich müssen wir lesen. Ich habe das nicht gemacht, aber ich wünsche mir, dass Menschen, wie Esra gesagt hat, die wirklich so denken wie ich damals, wo Solingen passiert ist, nicht mehr so denken, das ist eine falsche Gedanke. Wir müssen mitmachen,
Wir brauchen jeden, gerade wir Migranten, wir halten nicht zusammen. Jeder denkt, mich interessiert es ja nicht. Warum? Der lebt in München, ich bin in da oder in Berlin, ne? Dass Menschen, die nicht betroffen sind, wirklich lesen oder sich ein bisschen immer wieder mal schlau machen, dass es mehr Präsenz ist. Vielen Dank. Ich will nur kurz sagen, ich ziehe dir den Schuh bitte nicht an, Chitin. Das ist nicht deine Verantwortung. Wenn Rassismus irgendwo anders passiert, das ist nicht deine Aufgabe. Ja, wir haben überall anders vielleicht auch mal auch unsere Verantwortung. Aber wir sind nicht Gott, wir sind auch nur Ja. Menschen. Wir haben auch nur gewiss unsere einzelnen kleinen Sachen, auf die wir gucken können. Was Rassismus in Deutschland angeht, sind wir drei, die hier drin sind, das ist nicht unsere Aufgabe, das zu klären. Das ist die Aufgabe von Regierung und all denjenigen, die nicht davon betroffen sind. Aber ich danke dir trotzdem für das, was du sagst, weil, ne? Eine goldene Mitte zu finden zwischen dem, wo wir sagen, das hat nichts mit mir zu tun, das ist dein Job, und zu sagen, okay, ich habe hier eine Verantwortung, ich will dem nachkommen. Ich will zum Punkt kommen, um euch nochmal zu fragen. Çetin, was wünschst du dir? Und auch dich, Mohammed, du hast vorhin noch nochmal gesagt, ne, bei den 89 Maßnahmen, da sind ganz viele, da sind ganz viele Sachen, die drinstehen, aber es ist keine Lösung für ein strukturelles Problem. Was muss passieren? Und dann, ich glaube, es ist, ich frage mich gerade, ich würde, glaube ich, erst Mohammed hören. Vielleicht kannst du einmal kurz sagen, was braucht es? Welche Lösungen brauchen wir? Oder welche Lösungsansätze für dieses strukturelle Problem? Welche Medienkritik müssen wir ernst nehmen? Und dann möchte ich es abgeben, das Wort an Çetin. Was wünscht ihr euch? Was ist jetzt am dringlichsten? Als Journalist würde ich damit anfangen, dass ich mir mehr oder überhaupt rassismuskritische, staatskritische, faire, gut recherchierte Berichte zum Thema Rassismus wünsche und rassistische Gewalt. Und das hat was mit den Strukturen in verschiedenen Redaktionen zu tun. In dem Augenblick, wo du halt nur Leute hast, die nicht von Rassismus betroffen sind und gleichzeitig die Entscheidungen treffen in Redaktionen, dann hat es, glaube ich, eher weniger Sinn, da Hoffnung quasi zu hegen, dass sich das grundsätzlich ändern wird. Das ist das eine. Was aber wichtiger ist, politische, finanzielle, ideelle Unterstützung für A, von Rassismus betroffene Menschen und B, für Angehörige. Gibt den Angehörigen alles, was sie haben wollen. Fertig. So. Das ist so die Quintessenz von meinem Wunsch, was sich in Zukunft ändern sollte. Und dann noch ein dritter Punkt, einfach zuhören. Ganz, ganz oft, diejenigen, die die Entscheidungen treffen, hören nicht zu. Sich hinsetzen und Çetin zuhören. In Hanau haben, by the way, mit sehr, sehr wenig Ressourcen die Angehörigen oder viele Angehörige so wunderbare Sachen gemacht, wie die Bildungsinitiative zum Beispiel, wie der Gedenkort in Hanau. All diese Medienauftritte, die an den Nerven zehren, retraumatisieren, Energie kosten, das wird geleistet. Es braucht aber auf der anderen Seite Leute, die zuhören. Sonst sendest du das quasi raus und diejenigen, die was ändern können, sind überhaupt gar nicht mit da, so mit ihrer Aufmerksamkeit und dann auch mit ihren Möglichkeiten und Ressourcen was zu ändern. Und deswegen würde ich mir echt wünschen, dass wir in Deutschland endlich ernst nehmen, dass Rassismus tötet. Weil sonst werden immer und immer weiter Menschen sterben und diese Statistik, die Çetin angesprochen hat, wird größer und größer und größer. Und ich möchte einfach nicht mehr, dass Familien, dass Mütter, dass Brüder, dass LebenspartnerInnen, dass Kinder von unschuldigen, rassifizierten Menschen, dass die ihre Liebsten verlieren. Es muss aufhören einfach. Çetin, was wünscht ihr euch? Genau, also wir wünschen uns natürlich eine lückenlose Aufklärung mit alles drum und dran, Konsequenzen. Natürlich wünschen wir uns, dass diese Waffengesetz sich wieder ändert, weil der Rassist, der meinen Bruder getötet hat, hat ja den ersten Waffenbesitzkarte 2013 bekommen. Und
Wieso hat er das 2013 beantragt? Weil wir ja gesehen haben, dass Bundesregierung 2012, also ein Jahr bevor er den Waffenbesitzkarte bekommen hat, dass diese Waffenämter ab 2012, wenn die Waffenscheine ausstellen, nur noch bei LKA Nachfragen brauchen. Und nicht mehr wie vor 2012 auch bei Gesundheitsamt. Und dann frage ich mich bitte, welche Politiker oder nach welche Kriterien, nach welche Dings hat er dieses Gesetz gebracht, dass man nicht mehr Gesundheitsämter nachfragen braucht? Meiner Meinung nach, das größte Gefahr, wieso so viele Menschen getötet werden, ist, weil dieses Gesetz kam. Weil gerade Waffenamt, Waffen besitzen, musst du diesen Menschen wissen, ist er geistig in der Lage, eine Waffe zu besitzen, Mann? Tickt er noch richtig? Und in seine Krankenakte stand ja, weil sein Vater ihn trotzdem mit Gewalt ihn aus der Psychiatrie rausgeholt hat, in seine Krankenakte steht ja, dass er da ist angekreuzt worden das Wort ungeheilt. Und hätten die bei Gesundheitsamt nachgefragt, natürlich hätte er nie im Leben nicht eine Waffenbesitzkarte bekommen. Und weil er wusste, jetzt hat er diese Möglichkeit, Waffenschein zu bekommen, weil die fragen ja nicht beim Gesundheitsamt. Und ich denke, das war das größte Faktor gewesen, dass die so leicht an Waffenbesitzkarten gekommen sind. Und was ich zu diesen Waffen noch kurz sagen möchte, seit einem Jahr schreien wir ja, bitte entwaffnet Rassisten. Natürlich, wir wissen, dass 5 von 10 Polizisten Rassisten sind, keine Frage. Bei Polizisten dürfen wir ja die Waffen nicht wegnehmen. Aber bei normalen Jäger, Sportschützen oder sowas, dass wenn die rassistisch mal bekannt geworden sind, aufgefallen sind, dass man den Rassisten die Waffenscheine entzieht. Seit einem Jahr schreien wir, entwaffnen der Rassisten in diesem Land. Nee, wir haben gesagt, die sollen uns ruhig mit Messer, Baseballschläge angreifen, mit Kettensäge. Ja? Und wäre der Ratjen am 19. mit Kettensäge reingegangen, hätte er vielleicht den einen Arm von meinem Bruder gesägt, aber ihn nicht getötet. Deswegen, seit einem Jahr schreien wir, bitte entwaffnen. Und vor 3 Tagen habe ich in Tagesschau gehört, am Dienstag war das, dass seit vergangenem Jahr, seit dieser rassistische Anschlag, eine Waffenbesitzkarte anstieg von 35%. Das heißt, seit 19. Februar 2020, seitdem wir schreien, entwaffnet den Rassisten, musst du dir vorstellen, Esra, statt einen einzigen Rassisten den Waffe weggenommen zu haben, haben jetzt zusätzlich noch 1200 Menschen Waffenschein. Das macht uns Angst, ey. Also, ich denke, mit dieser Gesundheitsamt Nichtfragengesetz 2012 und dieser Anstieg von Waffenscheine-Aushändigung seit letztem Jahr, denke ich, wir sind auf vollem Wege zur Amerikanisierung. Ich denke, Deutschland will das Land amerikanisieren. Deutschland will, dass jeder Deutsche, der einen deutschen Namen hat, eine Waffe hat zu Hause, wie in Amerika, und dass er sich selbst schützen soll. Das ist das Plan. Und das macht uns natürlich Angst, bei einer stärksten Oppositionspartei wie AfD, die mittlerweile bei 15% sind, macht es uns Angst, dass die irgendwann mal mitregieren oder koalieren. Und das würde uns zu direkten Tod bringen. Und dann, was du gefragt hast, was noch passieren soll oder sich ändern sollte. Natürlich, wir brauchen unabhängige Antirassismusbeauftragte in Behörden. Ich meine, vielleicht Peter, Hans, das sind Kollegen, der Hans ist Rassist, aber Peter will seinen Freund, Kollegen nicht verpfeifen. Dass wir solche Schiedsrichter haben in Behörden,
die ganz neutral jeden aufzeichnen, der was gesagt hat, damit man da aus diese Zitate oder wie er sich verhält, diese bestimmte Menschen rausfischt und suspendiert, weil ein Rassist darf keine. Und das, was sich ändern muss, ist zum Beispiel auch Landesregierung, wenn Hessen schon nichts macht für uns, dann frage ich mal bitte den Landesregierung vor fast 2 Monaten hat der Innenminister Herr Beuth in Hessen hatte diese eine Amt in Fulda, da gibt es diese Verein der Vertriebenen. Das ist so eine ehrenamtliche Institution. Das heißt Verein der Vertriebenen, die von Russland, Polen damals SS-Soldaten waren und die Kinder von denen sind es. Und diese Vertriebenenamt-Präsidentin ist eine Frau, die ist Ex-CDU-Lerin. Also sie ist eine gute Freundin von Innenminister Beuth. Und Herr Beuth tut in Hessen momentan Vetternwirtschaft betreiben. Er macht, was ihm gefällt, macht er, und was nicht gefällt, macht er nicht. Und dann frage ich mal den Herrn Innenminister, wieso hat er vor 2 Monaten diese Vertriebenenamt von ehrenamtlichen Arbeit zu einem Hauptamt gemacht? Also wir reden hier über Millionenbeträge, was jetzt an diese Verein geht, das Siebenfache. Und wir reden hier über Verein der Vertriebenen, also in Klammern ausgedrückt, Verein der Rechten. Also der Innenminister Beuth finanziert indirekt rechte Netzwerke und macht das zum Hauptamt, als würde Hessen so oder so mit seinem 80% Rassistentote so oder so schon nicht der Hochburg. Und da frage ich mich, wenn der Herr Innenminister Beuth diese Vertriebenenamt zum Hauptamt gemacht hat, wieso funktioniert nach einem Jahr unsere Hanauer Notrufleitung immer noch nicht? Für diese rechte Vertriebenenamt hat er Millionen, aber versuch mal jetzt 4 Leute auf einmal 110 Hanau zu wählen, sie kommen nicht durch. Weil anscheinend für Herr Beuth nach einem Jahr noch, er war gezwungen vor 3 Tagen das einzugestehen mit einem Notruf. Wir tun den Herrn Beuth auf das Neue jeden Tag seine Lüge schwarz auf weiß vorbereiten und er schämt sich trotzdem nicht, jedes Mal vor die Kamera zu gehen und zu lügen. Also er tut mit seinen Aussagen meine Intelligenz beleidigen. Weil wenn ich weiß, 2 mal 2 ist 4, da kann nicht der Herr Beuth, sondern der schlauste Kopf auf diese Welt kommen. Er kann mir nicht verkaufen, dass es 5 ist. 2 mal 2 ist 4. Punkt aus, Ende. Und da kannst du von mir aus der Innenminister sein, von mir aus Beuth heißen oder egal wie ihr heißen. Ich lasse mich von dir nicht verarschen. Und deswegen sollte CDU mal dazukommen, endlich mal diesen Hanauer Notrufleitung mal erneuern. Das würde wesentlich weniger kosten, was er an diese Vertriebenenamt schickt jetzt, an diese rechte Verein. Ne? Weil es sind ja nicht nur Ausländer in Hanau. Vielleicht wird diese Notruf ja auch einen Deutschen das Leben retten. Also meiner Meinung nach, die sollten endlich mal damit anfangen, nach einem Jahr endlich mal das Notruf mal erneuern. Das wünsche ich mir, Esra. Tut mir leid, ich rede ein bisschen viel, weil ich bin so emotional, mit Zorn, Wut, weil es so bewusst gezeigt und gemacht wird. Also es ist so, du hast recht, aber wir geben nicht zu und wir werden alles machen, dass du so gezeigt wirst, dass du nicht recht hast. Aber wir haben geschafft, dass die wenigstens die Akte jetzt nicht wie NSU für 120 Jahre weggesperrt haben. Und deswegen kämpfen wir und deswegen tun die ja auch manche Fehler eingestehen, weil die
nach einem Jahr gemerkt haben, diese Menschen, die hier das lesen, die Angehörige, das sind nicht mehr diese Angehörige wie vor 40 Jahren, wo die gekommen sind, sitz, sitz, steh auf, geh, geh, komm, komm. Nein, wir sind schon ein bisschen schlauer geworden, wir sind keine dummen Menschen. Und das spüren die, ne? Das spüren die, dass wir nicht aufgeben. Ne? Unsere einzige Stärke war erinnern. Ne? Weil wir haben ja gesagt, erinnern, nur erinnern kann verändern. Wenn ich einmal im Jahr, Jahrestag erinnere, kann ich nichts ändern, nichts verändern. Aber wenn ich jeden Tag denen auf den Sack gehe und dann sagen die, weißt du was, es reicht, dann gehen wir zu, damit der seine Klappe hält. Ich würde meine Klappe halten, wenn ich spüre, da passiert was. Die Menschen, wie Helmut Kohl gesagt hat, das ist nicht nur Beileidstourismus, sondern die machen das wirklich aus dem Herzen. Und wenn ich dieses Gefühl habe als Mensch, als Bruder, dann küsse ich sogar seine Hand, seinen Fuß, auch wenn nichts passiert. Aber dass ich bewusst komme und verarscht werde, nur weil er Innenminister hat, kann er sagen, 2 mal 2 ist 5. Und ich sage, natürlich, Sie sind der Innenminister. Ne? Diese Zeiten sind vorbei, Mohammed. Chetin, du hast gerade gesagt, also erstmal danke für die ganzen Forderungen und ich weiß, da ist viel mehr mit dabei. Für all diejenigen, die Interesse haben, geht rüber, guckt, recherchiert eure Sachen, die Faktenlage ist da. Folgt Mohammed, folgt Chetin, folgt den anderen Menschen, die quasi da aktiv sind. Chetin, du meintest gerade etwas von wegen, es tut mir leid, dass ich jetzt so wütend bin. Ich will das nie wieder hören. Ich will diese Wut sehen und ich will, dass alle Menschen, die zugucken, die davon mitbekommen, dass sie wütend sind. Ich will, dass wir alle gemeinsam wütend sind. Weil wenn, es gibt doch diesen englischen Spruch, wenn du nicht wütend bist, dann passt du gerade nicht auf. Okay, genau. Pass auf. Ich möchte, dass wirklich die Leute, auch die jetzt gerade zugucken, übt Druck aus auf eure lokale PolitikerInnen und überall dort in den Strukturen, wo ihr reingehen könnt. Ich will mich bei euch bedanken für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Chetin, ich danke dir auch. Du bist super beschäftigt. Du hast schon geteilt, was gerade auf deinen Schultern lastet. Yolunuz açık olsun inşallah. Tekrardan başınız sağ olsun. İnşallah Allah razı olsun. Çok çok sağ ol Esra. Wir versuchen, Mohammed und ich, wir versuchen unser Bestes und inshallah werden wir an einen Punkt kommen, wo wir wenigstens einen Hauch von Gerechtigkeit einmal riechen dürfen. Und dann hoffentlich wird dieser Hauch eine ganze Bewegung. Ich habe mal eine kurze Frage, Esra. Hast du vielleicht eine Nummer von Mohammed? Wenn ja. Mohammed nichts dagegen hätte, wenn ja, du mir ja, ja. Den Nummer mal, vielleicht, dass wir uns mal... Genau, wir reden... das kannst du auch reinschneiden, aber ich bin vom 18. bis zum 24. in Hanau und Frankfurt und wir können uns da auch zum Spazierengehen treffen und reden und alles. Super. Ich connecte und Ezra euch connectet uns. Genau, sofort, mache ich sofort. Khalas, siehst du Innenminister? Khalas, wir connecten uns. 's ist der Herr Kurtovic Armin, der Vater. Hallo. Hallo, Herr Armin, unser Beileid. Unser Beileid. Vielen Dank für Ihre Arbeit. Wenn Sie was brauchen, wir werden mit Herrn mit Çetin Gültekin in Kontakt bleiben. Und es ist einfach nur sehr ergreifend, wie Sie alle in Hanau kämpfen. Und Gerechtigkeit wird kommen, früher oder später. Da bin ich mir ganz sicher. Inshallah. Inshallah. Inshallah.